ihn dabei zusehen lässt. Gut gemacht. Weißt du, hier ist frisch gepresster Tomatensaft in diesem Kelch. Es ist kein Blut. Du kannst ihn trinken, wenn du möchtest. Tomatensaft, hm? Danke für das Angebot, aber ich bevorzuge Blut. Aber wenn das Tomatensaft ist, wieso können nur Erwachsene das Rätsel lösen? Das sind die Regeln. Man sagt, all jene, die den roten Kelch ans andere Ende bringen und das Rätsel lösen, werden sich verlieben und ihren Seelenverwandten finden. Ah, wirklich? Warum durfte ich das Rätsel dann nicht machen? Herr Wright, Sie und Frau Rosser sind schnell Freunde geworden, nicht wahr? So ganz subtil. Denken Sie, Sie beiden werden Ihre Seelenverwandten finden? Nein, Luke, ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich das nicht denke. Oh, kein Rätsel. Das ist Bill Hauer! Hey, Junge! Ich wollte gerade sagen, ein gewisser Inspektor. Hey, ho, Junges! Ihr habt sicher, wie gestern Steine geschlafen. Ist das jetzt was Gutes? Nee, auf Steinen geschlafen. Naja, weil es im Bett zu hart war. Absolut, danke vielmals, aber ich muss sagen, das Zimmer war mit Sicherheit einzigartig. Was ganz Besonderes. Vor allem diese Statue. Hi ho. Ich bin vergnügt und froh. Ihr habt sie bemerkt. Ich bewahre dort alle meine unfertigen Kunstwerke auf. Ich wette, ihr habt unter den wachsamen Augen meines steinernen Bruders besonders gut geschlafen, huh? Ach, sagen Sie mal, was waren das eigentlich für weiße Flecken da an dieser Statue? Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! das passt vor allem zu dem Typen, den ich wie Gamsho synchronisiere, wenn ich das bringe. Wenn gut für euch gleichbedeutend mit irgendwie beunruhigt ist, habe ich noch nie besser geschlafen. Sagt der Hauer, seid ihr ein Bildhauer? Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! Hi-ho, ein helles Kerlchen! Ich heiße schließlich Bildhauer! Ja, das ist richtig. In der Tat? Ja, genau, Moment, ja, ja. Ja, das ist richtig. Ich bin der beste Bill Hauer in ganz Labyrinthia. Und der einzige. Glaube ich zumindest. Die Sache ist die, es gibt Gerüchte, es sei nicht gut für die Gesundheit, für meine Statue im Modell zu stehen, wenn ihr versteht. Was? 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 Was meint er damit? Das sind keine Statuen. Was ist böse? Du meinst also, das sind sozusagen... Meinst du, das ist die Labyrinthia-Mafia? Ja. Ich denke, ja, das klingt verhängnisvoll. Deshalb will niemand Modell stehen. Mir bleibt also keine Wahl, als auf den Sturkopf hier zu vertrauen. Oh, Sie machen das aus dem Gedächtnis? Sie müssen ein ausgezeichneter Bill Hauer sein. Hi ho, ich zeige es dir, Junge. Nein, bitte nicht. Hi ho, hi ho, ich haue Bilder einfach so. Wer war denn das? Das war ja beeindruckender als ein 3D-Drucker. Sie haben diese Statue in einem Zug fertiggestellt. Und das noch bevor wir am Bahnhof angekommen sind. Ohne
eine Pause. Sie haben diese Statue in einem Zug hergestellt. Wir lösen Rätsel immer in mindestens drei. Diese Statue lässt sich auch in einem halben Zug herstellen. So nebenbei, wer soll das sein? Ich dachte auch jetzt vielleicht Flamberg? Ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Oh, dieser Kerl, er ist ein alter Freund. Naja, war ein alter Freund, bis er für eine meiner Statuen Modell gestanden hat. Nein, in Flammen aufgegangen ist. Maya! Ich verstehe. Die arme Maya. Hi ho, na was sagt ihr? Wie wäre es mit einer Statue? Ich kann euch sogar zu dieser Statue einen Übersichtsplan zeichnen. Ja, nein, danke. Ich möchte keine Übersichtspläne. So, hat Sophie noch ein Rätsel und danach geht's raus. An die frische Luft. Genau, dem schließe ich mich an. Ja, ja. Oh, ich könnte mir einen Döner holen. Und ich brauche noch Schaumstoff für mein Bett, damit das nicht so knarrt. Ja, ich weiß, was du meinst. Nein, also, ehrlich gesagt, es knarrt nicht, nur wenn man drauf rumhüpft. Aber wieso sollte man sowas machen? Keine Ahnung. Weißt du, ich habe das früher gern gemacht und habe mich dabei irgendwann mal... Musste deswegen mal ins Krankenhaus, weil ich versucht habe, eine Rolle zu machen. Das kann ich mir so richtig vorstellen. So eine Rolle und in der Hälfte so einfach mit dem Kopf gerade auf. Bett kaputt, Kopf noch ganz. Nein, nein, so nicht. Haben deine Eltern gesagt, man spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Oh Mann. Nee, auf jeden Fall sollte man nicht machen, so auf dem Bett rumhüpfen und dabei versuchen, Rollen zu machen. Ganz normales Bett hüpfen ist toll. Ja. Ja. Hätte ich bei meiner aber Angst, dass es zusammenkracht. Was ist denn los, Sophie? Mein Bett kracht. Mein Bett hat geknarrt, deswegen konnte ich nicht schlafen. Ah, oh, das hatte aber, nee, oder, das, dein, das die Betten. Dein Bett. Ja, genau. Ah, oh, schön. Der war gut, der kam gut, da wäre ich nicht drauf gekommen. Oh, nichts, alles in Ordnung. Ich habe mich nur an die gute alte Zeit erinnert. Hallo, Frau Zeit, da drüben ich steht sie. Auch, hallo. Ach so, du meinst, Moment, Hallo! Hallo! Die gute alte Zeit? Ja, du weißt schon, an die Bäckerei und wie wir gemeinsam Brot gebacken haben. Und sonst gab es keine gute alte Zeit. Nur Brot backen und Bäckerei. Ich denke... Ich werde herrlich herzhaftes Brot für die herrlich herzlichen Menschen in diesem herrlich herzlichen, herzhaften Wirtshaus packen. Wenn ich darf, natürlich. Natürlich, Herzchen. Du herrliches Herzchen. Ich habe alles übers Backen von Becky gelernt. Ich habe ihr zugesehen, wie sie köstliches Brot und Gebäck gemacht hat. Von all den Dingen, die wir gebacken haben, ist das süße Bananenbrot meine Spezialität. Das Birnbarbrot. Das Birnbarbrot, ja. Birne-Banane. Birne-Hilé-Banane. Gelene. Gelee-Banane. Birne-Gelene. Bananenbrot. Ach so, ja. Und dann kam immer dieser Typ vorbei. Der dachte, dass bei uns jemand namens Theo arbeitet. Theo? Nein? Nein? Warte mal. Und der sagte dann immer, Theo, Theo, ach Theo, so, mach ja, mir ja, ein ja, Bananenbrot. Ja, ja. Oh, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ach, das ist wirklich schade. Wir hatten gar keine Gelegenheit, irgendwas, das du gebacken hast, zu kosten, Sophie. Zum Glück. Vielleicht was besser so. Wenn wir das getan hätten, hätten wir nämlich jetzt keine Gelegenheit mehr, es nochmal zu kosten. Fällt es nur mir schwer, mir vorzustellen, wie diese Bande hier herrlich herzhaftes Bananenbrot knabbert? Das wäre toll. Das würde ich gern sehen. Aber wir müssen uns bewegen, und zwar zum Speichern. Aber nee, Moment, ich gehe noch schnell raus. Damit wir wenigstens eine andere Location heute noch gesehen haben. Hier ist noch eine Location. Der Marktplatz. Wollen wir? Noch schnell? Da ist nämlich was. Und dann ist wirklich erstmal. Dann haben wir unsere 5 Textboxen für heute geschafft. Im Tageslicht sieht es hier ganz anders aus. Es ist ja richtig beliebt und belebt. Im Tageslicht sieht es hier ganz anders aus. So hell. Gemüsehändler, Schweinereien, Nahrungsstände, alle möglichen Läden sind hier verteilt. Nee, der Puff ist da hinten. Da kommen wir gerade her, Luke. Schweinereien. Ah. Es sieht ganz so aus, als wäre das der Markt. Es sieht ganz so aus, als würde da ein Telefon klingeln. Ein Marktplatz? Klingt interessant. Sekunde. Wieso sehen wir uns nicht ein wenig um, während wir nach Hinweisen suchen? Mr. Wright. Aber Mr. Wright, was sollen wir denn nur tun? Wir müssen uns vor allem auf die Untersuchungen konzentrieren, ja? Wow, Luke nimmt das richtig ernst. Schade. Hey, Mr. Wright, sehen Sie? Sind das nicht Herr Knights und Miss McWenny dort drüben? Oh ja, jetzt wo du es sagst, könnten die das sein? Ich weiß es nicht mehr, ich habe sie vergessen. Über die Monate, die wir nicht aufgenommen haben. Sophie hat doch erwähnt, dass ihre Farm hier in der Nähe ist, nicht wahr? Ich kann hier weit und breit keine Ritter sehen. Ich frage mich, was Knights hier macht. So, und damit würde ich sagen, machen wir mal Schluss für jetzt. Und überspeichern einfach mal das Wirtshaus. In der Hoffnung, dass alles richtig aufgenommen wurde. Aufnahme ist noch dran. Gut. Gut. Ich gehe davon aus, wir haben das alles richtig gemacht. Ansonsten, ich habe den Spielstand ja noch. Ich kann ihn wieder jederzeit neu rein injizieren. Und ich könnte mir theoretisch auch Backups machen von meinen Spielständen. Jedenfalls, Mark ist ja schon weg, deswegen werde ich mich jetzt auch verabschieden. Zugeklappt, eingepackt, tschüss, und man sieht sich das nächste Mal in 3 Monaten oder so. Keine Ahnung. Also dann, Aufnahme stopp und tschüss. Moment.